Und damit einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Ihr habt schon gesehen, Sony und Naughty Dog präsentieren ein Spiel, wovon wir schon den ersten Teil Let's Played haben und auch das Spin-Off bzw. Pre-Sequel. Und wir haben einmal eine Story, Option und Extras. Concept Art, Charaktergalerie, Render-Modi, Gameplay-Modifikatoren. Und natürlich die Mitwirkenden. Aber ich möchte nicht lange fackeln. Wir starten direkt mit The Last of Us Part 2. Story, neues Spiel. Mittel, würde ich sagen. Endgültiger Tod. Nein. Du hast Mittel ausgewählt. Die Herausforderung kann jederzeit unter Option Schwierigkeitsgrad geändert werden. Jetzt geht es los. Gleich. Scheint der Ladebildschirm zu sein. Ja, ein sehr schöner Bildschirm. Man sieht Licht, man sieht Motten und mehr nicht. Da kommt noch einer reingeflogen. Hallo, hallo kleine Motte. Noch. Kunde, es lädt noch. Noch bin ich da. Hi, na? Okay, jetzt bin ich ruhig. Tschüss, bis gleich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott! Doktor? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht im Kopf. Verdammt. Das ist...
Wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Last of Us 2 in diesem wunderschönen Intro, das schon wieder sehr gefühlszerreißend ist und zeigt, dass man aus Diebe Sachen macht, die vielen schaden können, aber um eine Person zu beschützen, tut man sie trotzdem. Ach, jetzt ging's. Das ist ein bisschen sehr plötzlich. Wir reiten natürlich in den Sonnenuntergang über die weiten Felder. Hier runter. Nein. Wir folgen einfach mal Tommy. Ich glaube, das war Tommy. Na, wenn ich mich recht entsinne, war das Tommy. Ein bisschen. Genau so. Ein bisschen die Atmosphäre. Die Berge, die Sonne. Wir lassen diese wunderbare Musik ein bisschen auf uns wirken. Ich muss die Musik aber trotzdem ein bisschen leiser machen. Vielleicht alles ganz schön und ganz gut trotzdem. Alles wie immer. Und wir hoffen einfach mal, dass Ellie hier was rausbekommt. Und wenn doch, dann hoffen wir, dass sie uns verzeiht und das versteht. Wir reiten einfach weiter gegen Sonnenuntergang. Stadt hinein. Die sich dann vielleicht doch ein bisschen bewährt hat. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay. Was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehme es mit ins Grab, wenn es sein muss. Bis später, Tommy. Sein.
leben mit dem Druck weiter, um Ellie zu schützen. Hallo? Ellie? Scheiße! Mann, hast du mich gerade erschreckt? Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... Und wie gut du... Hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Mal kurz gucken. Gitarre spielen. Das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was.
Sie gehört dir. Nein. Nein, 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 ich habe doch keine Ahnung. Ich habe versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. So, und diesmal... Riecht okay. Ein wirkliches Hallo. Na? Okay, ich gucke mal ganz kurz hier ein bisschen um. So wohnen wir mittlerweile. Das ist sehr cool. Finde ich schön. Da fühlt man sich doch gleich wohler. Da ist was zum... Ah, mehr ist hier nicht. Oh, ein Spiegelbild. Ja, wir sind echt älter geworden. Kriegen wir wahrscheinlich auch diesmal. Okay. Oh. 4 Jahre später, wer hat wie denn dann? Bitte, 18 sind wir noch nicht, glaube ich. Savage Starlight. Ach, die guten alten. Wars 20. Sehr schön. Da haben wir noch was. Das nehmen wir selbstverständlich auch noch mit. Im Norden wurden die Zelte gesichtet. Ja, ihn und Tommy Krüger losgeschickt. Oh, Scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lange geschlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du. Ach, Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Das ist immer noch dasselbe Dorf, ja, ne? Pass auf, du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann.
Klingt aufregend. Hey, Jesse. Hey. Hey. Ist das immer noch dieselbe Stadt? Wenn ja, dann... Die hat sich ja richtig gut gemacht, ne? Sieht richtig gut aus. Entschuldigung. Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Oh, ist das eine geile Stadt geworden, ne? Es ist wie früher. Es ist so schön, ne? Hallo, Feini. Hey, hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Oh, süß. Kommst du mit? Entschuldigung, ich muss ihm kurz Hallo sagen. Hey, Jesse. Oh, hi. Ist wie im alten Wilden Westen. Ah, okay, man macht deiner Lady auch nicht die Tür auf, ne? Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hinten. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Wer ist das? Ich glaube, das ist Tommys Frau, Seth, oder? Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Oh, das scheint ja echt eine ziemlich heftige Streiterei gewesen zu sein. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ich wollte mir die Bachpfade vornehmen. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Erling, kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Das wäre geklärt. Mal ganz kurz hier gucken, ne? Weil das sieht ja auch schon sehr... Hast du kurz Zeit für mich? Ja, sofort. Selbstverständlich. My name, May Pink. Aha, aha. Check for the plans. Lost and found. So, was kann ich für dich tun? Was ist? Ich weiß nicht, was mit dir und Joel los ist. Maria, du bist ihm sehr wichtig. Und er wollte bestimmt nicht das. Alles okay. Ja? Ja. Okay. Okay. Dann entschuldige. Pass auf. Mach ich. Hey, Dina, es gibt Arbeit. Gib mir eine Minute. Bringst du deine Freundin bitte zu den Stellen? Zick geworden. Hey, Dina. Können wir reden? Hey, Leute. Ich bin raus. Och, Mann. Wie lange? Puh. Hey. Hey. Tut mir leid, dass ich gestern einfach abgehauen bin. Oh, kein Problem. Ich verstehe das. Ich fühle mich nur mies.
Warum? Na, weil ich schuld an dem Ganzen war und... Ich hätte dich nicht einfach vor allen Leuten küssen sollen. Und du warst betrunken, schon okay? Trotzdem, ich will nicht, dass du denkst. Nein, ich interpretiere da nichts rein, also... Weißt du, was ich an dir liebe? Dass du mich immer ausreden lässt. Okay, wir sollten wohl langsam los. Au! Was soll das? Ich spiele doch nicht mehr mit! Weil du feige bist? Feigling! Ich hasse ihn so sehr. Machen wir sie fertig? Ja, gerne. Ihr wolltet es so? Lauf lieber, ihr kleinen Scheißer! Oh, Scheiße! Entdeckung! Los, los! Oh. Oh, Treffer! Schnell noch eine. Alle, ihr Verlierer! Oh, nimm das! Na warte, dich krieg ich, du Zwerg! Gefällt dir das? Ja! Oh, verdammt! Und weiter geht's! Das wird nicht! Au! Nein! Ganz schön hart! Was ja, hast das? Du! Wir gewinnen! Ich seh dich! Wo sind sie? Wo sind sie? Du hast Schnee! Komm gleich rüber und zeig's dir, aber echt! Geht doch! Unfair! Gut gemacht! Na, wie war das? Hey! Hey! Wollt ihr noch mehr? Aufzieh! Damit kommt ihr nicht davon! Komm, ich bin drauf! Perfekt! Einfach rauf! Okay, na los, wir haben noch Arbeit vor uns. Na los. So, dann sind Stellen, ne? Ich folge einfach mal. Sie weiß, glaube ich, besser, wo es lang geht als ich. Guck mal, sie macht mir die Tür auf. Sie ist eine Lady. Jesse will, dass wir die Bachpfade nehmen. Er löst Joel und Tommy ab. Oh, schön, dass er uns losgeschickt hat. Hier wird die Strecke gefahren. Morgen. Morgen. The Winter Dance. Oh, sehr gerne. Hey, Ladies. Ich bring sie rein. Danke. Hey, au. Ihr seid fast fertig. Oh, Pferdchen sind's. Welches ist meins? Das hier oder das andere? Ich glaube, das andere, ne? Also hier links. Ja. Oh, was mich. Nein. Schau, wer doch. Danke. Doch. Ah, ich krieg... Oh, ich krieg das Helle, das Süßere. Okay. Ha, ich mag mein Pferd mehr. Hey, Schimmer. Ah, sieh an, wen haben wir denn da? Ja. Einmal für dich. Wunderbar. Und einmal für dich. Öffnet das Tor! Ganz ruhig, Kinder. Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Den Routen folgen, Logbuch führen, alle Infizierten töten. Wenn ihr irgendwas nicht alleine schafft, kommt zurück. Spielt nicht den Helden. Okay. Dann mal los. Jetzt gleich langsam mal los.
Was hast du geträumt? Hab ich geredet? Du hast wieder mit den Zähnen geknirscht. Wo warst du? Hol dein Zeug. Ich will dir was zeigen. Was? Vertrau mir. Sind wir erwachsen geworden, ey? Krass. Die Muskeln krieg ich bis jetzt nicht mehr. Willst du echt nicht warten, bis die Sonne rauskommt und es wärmer ist? Nein. Kann's kaum erwarten. Kannst du es mir nicht einfach sagen? Du musst es sehen. Das gefällt mir nicht. Warum wanderst du ganz alleine hier draußen herum? Ich war unruhig. Du auch? Kommt mir vor, als wird weiter nach Süden immer schöner. Willst du weiterfahren? Den ganzen Weg bis nach Mexiko? Ich hab drüber nachgedacht. Wir könnten Manny's Heimat sehen. Ja, ich glaube nicht, dass sie seinen Geschichten gerecht wird. Ja gut, vermutlich nicht. Das hast du alles im Dunkeln gemacht? Ja. Na komm schon. Wenn wir so weitermachen, sind wir für den Trip nachher zu müde. So weit ist es nicht. Hey, ist Mal okay? Sie ist in letzter Zeit so durch den Wind. Sie kommt schon klar. Sei nicht so komisch, du machst mir Angst. Ich bin ganz normal. Hallo, gehst du mal bitte? Ja, genau. Willst du dich von Mel trennen? Was? Nein. Hättest du wohl gern. Ich hatte genug, danke. Autsch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Was sollen wir denn jetzt machen? Hier lang oder was? Hey, sieh mich an. Abby, nicht runtersehen. Wie? Das ist gar nicht Ellie oder was? Der Abby gesagt? Müssen wir hier lang zurück? Nimm es als Gelegenheit, dich deinen Ängsten zu stellen. Das ist nicht Ellie, ne? Wenn ich dir in den Arsch trete. Abby, hör auf zu flirten. Das ist wahrscheinlich der zweite Charakter. Ich glaube, man kriegt irgendwie zwei Charaktere in diesem Game. Und sie ist einer davon. Ich hab schon gewundert, weil... Was bist du denn jetzt denn? Doch, der Hof. Ne, weil es gerade was runtergefallen ist. Der Schnee, darum habe ich so gedacht. Hm. Was ist das? Wir sind da. Großer Gott. Eine verdammte Stadt. Ja. Hast du schon jemandem erzählt? Du solltest es zuerst sehen. Sie patrouillieren von der Stadt zum Außenposten. Da drüben. Dazwischen gibt's noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Es sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Und wenn er da drin ist, wie kommen wir zu ihm? Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann... Ich weiß nicht. Können wir ihn vielleicht irgendwie rauslocken? Ja, okay. Die geben uns bestimmt gern alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hörst du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Alles schwanger. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen.
Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby, ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Hör auf! Wir sehen uns in der Lodge. Ist immer noch nicht, was sie vorhaben, ne? Sind sie gut oder böse? Wen sucht sie? Ein Bruder? Freund? Leck mich. Ist mir scheißegal. Mach ich sie immer alleine. Folgt man dem Part hier? Gucken wir mal. Ich bin echt gespannt, wen wir jetzt suchen. Kann ich einfach hier runterspringen? Geht's nicht lang? Wo muss ich lang? Vorne, hier und dann hier. Autsch. So nicht. Und dann mit X gedrückt halten anscheinend. Man darf die gesamte Zeit springen, drücken und ja und nein und muss ich lang. Das ist nicht weit. Finde ich eigentlich schon, aber das kann ja jeder für sich selbst. Ah, hier kann man also auch Bauchlage machen. Und weiter den Berg runter. Hoppala. Schön vorsichtig sein, junge Dame. Ist ja, ist glaube ich irgendwas gegen mein Fenster geflogen. Ist das Tommy? Lebst du noch? Das sieht aus wie Tommy. Das ist infizierte gewesen. Könnte natürlich auch infizierte gewesen sein, ne? Oh, shit. Achso, gedrückt halten. Los. Gott, ist sie da festgefroren. Ist ja widerlich. Gott, ich schaff das. Ja. Man kann ja anscheinend auch ausweichen, das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe erst voll die falsche Taste gedrückt. Da komme ich nicht lang. Alles gut, ich hab das hier. Noch jemand? Junge. Taschenlampe geht an wie früher.